Die Indizes an der Wall Street eilen von Allzeithoch zu Allzeithoch, aber angeblich herrscht Furcht im Markt, zumindest wenn man dem Fear and Greed Index glaubt, dem Furcht und Gier Index, der von CNN ermittelt wird. Wir wollen uns diesen Index mal ein bisschen genauer anschauen und abklopfen, ob da wirklich Furcht herrscht oder ob das, naja, ein bisschen die Lage verzerrt. Wir hatten gestern, Sie haben es vielleicht mitbekommen, neue Allzeithochs bei S&P 500 und auch dem Nasdaq Composite, der es gibt ja den Nasdaq 100 und den Nasdaq Composite, der breiter gestreut ist, der das erste Mal gestern die 15.000er Marke erreicht hat. Wir sehen überwiegend einen Short Squeeze. Die Most Shorted Stocks waren es gestern, die maßgeblich wieder zu der Rallye, wäre zu viel gesagt, zu dem leichten Anstieg beigetragen haben, der dann neue Allzeithochs gebracht hat. Aber wir sehen hier diesen Fear and Greed Index von CNN bei 37. Immer noch Furcht. Wir waren vor einigen Tagen noch etwas tiefer. Was ist da los? Was ist da passiert? Warum herrscht angeblich Furcht in einer Situation, wo in den letzten 24 Stunden, ich hatte das gestern im Marktgeflüster thematisiert, JP Morgan sagt, schnell noch rein, wir sind übergewichtet in Aktien, Wells Fargo, das Kursziel deutlich anhebt für den S&P 500 und Morgan Stanley warnt ja, verpasst bloß nicht die Rallye bei Reopening Stocks, bei diesen Aktien, die besonders profitieren, wenn die Wirtschaft wieder aufmacht. Bevor es zu spät ist, also hier appelliert man ganz klar an die Gier und wir sehen, dass wir jetzt das 50. Allzeithoch-Schlusskursniveau hatten beim S&P 500. Es gab nur 2017 und 2014 etwas mehr seit der Dotcom-Blase. Also das ist schon sportlich und wir sind ja erst im August. Wir haben jetzt neunmal schon im August ein neues Allzeithoch erreicht. Das ist der höchste Wert seit dem Jahr 1928. Und da werden schöne Erinnerungen wach natürlich. 1928, danach ging es nur noch bergauf, wie wir wissen. Aber Spaß beiseite. Also das ist schon außergewöhnlich, was da passiert. Und das angesichts eben dieser vermeintlichen Furcht. Ich habe jetzt hier diesen CNN Fear and Greed Index mal rauskopiert, könnte man sagen, und mir mal die einzelnen Komponenten ein bisschen angeschaut, was wirklich die Aussage hinter diesen Komponenten ist, was die uns eigentlich zu sagen haben. Es beginnt mit Junk Bond Demand, also der Nachfrage nach Junk Bonds, nach hochrentierlichen, aber eben auch hochriskanten Anleihen. Und hier sehen wir die Spreads zwischen US-Staatsanleihen und der Junk Bonds sind sehr, sehr gering, historisch auf Allzeittief, wenn man so will. Ganz klares Zeichen von Gier. Die Leute sind bereit, große Risiken einzugehen, indem sie für geringe Renditen diese Junk Bonds kaufen. Hatte CNN hier auch auf Greed, also auf Gier gestuft. Dann haben wir Market Momentum. Wie weit entfernt ist der S&P 500 hier in dem Fall von seinem 150-Tages-Durchschnitt? Und der ist sehr, sehr weit entfernt. Wir sind extrem weit entfernt vom 200-Tages-Durchschnitt beim S&P 500. Auch da Gier, also schon mal die ersten beiden Faktoren auf Gier. Dann haben wir die Market Volatility, also praktisch wie volatil geht es daher, wie steht der VIX? Da sind wir um und bei 17, das stuft man hier als neutral ein, finde ich historisch gesehen eher niedrig, könnte man fast schon in Richtung Gier interpretieren, aber sei es drum, also zweimal Gier, einmal neutral, wenn man so will. Dann haben wir Safe Haven Demand, wie schaut es aus? Im Verhältnis zwischen Aktienperformance und Anleiheperformance, da haben die Aktien deutlich oder haben besser performt, wird von CNN aber noch als sehr neutral eingestuft. Man könnte ja sagen, Aktien ist Risk On, Anleihen ist Risk Off, deswegen diese Einteilung. Dann Put Call Option Ratio, also wie schaut es aus, wie viel Puts, wie viel Call Optionen sind da eingegangen worden und da sehen wir, dass es ein derzeit relativ hohes Niveau gibt. Da wurde jetzt vor dem Verfall nochmal relativ stark sich abgesichert über Put-Optionen. Es gibt einen relativ hohen Bestand in Relation zu Call-Optionen an Put-Optionen. Dementsprechend wird das als Furcht hier eingestuft. Dann haben wir als nächsten Indikator Stock Price Breath. Also wie schaut es aus mit dem Volumen bei Aktien, die steigen und dem Volumen bei Aktien, die fallen. Und hier sieht man, dass das Volumen deutlich höher ist bei Aktien, die fallen, als das Volumen bei Aktien, die steigen. Also da ist viel mehr Saft dahinter, wenn die Aktienmärkte fallen, respektive einzelne Aktien fallen. Und dann Stock Price Strength, wie viele Aktien erreichen neue Hochs, wie viele neue Tiefs, 52 Wochen Tiefs. Und hier sehen wir,
Da ist die Bilanz ganz katastrophal, deswegen Extreme 4, weil es eben so wenige Aktien sind, die diese Rallye wirklich mitmachen. Das heißt, wir sehen, das Volumen nach oben ist immer gering, das Volumen nach unten ist groß und die Anzahl der Aktien, die wirklich über ihren neue Hochs erreichen, ist gering, während die Aktien, die angesichts neuer Allzeithochs an den Aktienmärkten neue Tiefs erreichen, relativ hoch ist. Also das wird hier als Furcht gesehen, aber es ist schlichtweg eigentlich auch eine Indikation, wie schwach die Märkte auf der Brust sind, wenn man hinter die Kulisse schaut, wenn man mal guckt, wie es intern da aussieht. Die Faktoren insgesamt deuten darauf hin, dass eigentlich nach meiner Auffassung von Furcht keine Rede sein kann, vielmehr eher Greed der Fall ist. Der Fed Put Tina etc. etc., das ist doch eigentlich Konsens. Gucken wir mal auf den gestrigen Tag. Da war natürlich wieder Energie angesagt, Financials, Industrials, Materials. Also diese Reopening Story wurde da gespielt unter dünnstem Volumen. Wir hatten gestern beim Spider 36,5 Millionen Kontrakte. Das ist auf jeden Fall der geringste Stand seit einem Monat gewesen oder das geringste Volumen. Gucken wir mal. Als wir am 18.08. hier 1% gefallen sind, hatten wir 89 Millionen. Wir hatten dann 92 Millionen, 72 gestern, 36, also die Hälfte letztendlich dessen, was wir am Freitag alleine an Umsätzen generiert hatten. Okay, Freitag war kleiner Verfall, aber dennoch, also es ist sehr, sehr dünnvolumig hier. Gestern leicht nach oben gegangen, auch vorgestern war das Volumen, als wir am Montag deutlich gestiegen sind mit 0,8% im S&P 500, war sehr, sehr dünn. Und wir sehen, dass die weichen Daten, Stimmungsdaten immer mehr runterkommen jetzt. Die harten Daten waren schon länger etwas schwächer. Also harte Daten sind zum Beispiel Arbeitsmarktdaten, wo ich genau sagen kann, okay, so und so viele Arbeitslose, so und so viele neue Stellen. Stimmungsdaten sind Verbraucherstimmung, Michigan etc., solche Faktoren. Wir sehen, dass eben diese Verbraucherstimmung jetzt deutlich unter Druck gekommen ist. Und wenn wir uns mal die Konjunkturdaten anschauen, also gucken, wie die Wirtschaft eigentlich läuft, respektive wie stark die Daten, die reinkommen, von der Erwartung abweichen, dann sehen wir, dass jetzt alle Weltbereiche, die relevant sind, hier im negativen Bereich sind, global mit minus 1,7, in den USA minus 47,3, China minus 40,9 und jetzt auch die Eurozone ins Negative gerutscht, neuerdings mit 7,7, also wegen der Wirtschaft steigen die Aktienmärkte nicht, sondern sie steigen gerade, weil eben jetzt diese Drehung bei der Fed mental passiert zu sein scheint. Freitag Rob Kaplan, ich könnte meine Meinung ändern, wenn Delta-Variante weiter ein Problem sein wird oder das Problem mit Delta größer sein wird. Und dann die Verschiebung von Jackson Hole ins Virtuelle statt als Präsenzveranstaltung und dann eben noch schwache Konjunkturdaten. Hurra und fertig ist die Rallye. Wir sehen heute um 11 Uhr, nicht um 11 Uhr, um 10 Uhr kommt der IFO-Index und da würde es nicht wundern, wenn die Prognose von 100,4 nicht erreicht wird, wenn also die Daten hier schlechter reinkommen angesichts der Verschlechterung der Stimmung und auch der Daten. Wir sehen das jetzt, Order Backlogs und Delivery Times. Also hier diese ganze Thematik Lieferketten, Lieferzeiten etc. Das stagniert jetzt mehr oder weniger auf hohem Niveau. Da ist allerdings bisher noch nicht eine Trendwende erkennbar. Möglicherweise aber haben wir hier einen Peak erreicht. So zumindest meint es JP Morgan. Gute Nachrichten gibt es jetzt von Ningbo Zhoushan. Das ist dieser Hafen, der ja wegen Corona oder zumindest teilweise geschlossen war wegen Corona. Wichtige Terminals waren da geschlossen. Der hat jetzt seinen Betrieb wieder aufgenommen. Gestern haben wir aber gehört, dass Pudong, der Flughafen in Shanghai, teilweise geschlossen ist, eben wegen Corona-Fällen. Und wir sehen, in Sachen Corona gibt es jetzt offenkundig diesen Bericht des US-Geheimdienstes, der sagt, ja, also wir können es nicht genau sagen, es fehlen uns Informationen, weil wir zu wenig Informationen aus China kriegen in Sachen, ja, was ist eigentlich das, was ist da passiert? Laborthese, Sie kennen diese ganze Diskussion, Fledermäuse, diese Wet Markets in Wuhan, was auch immer da passiert ist. Deswegen will man sich da offenkundig nicht festlegen. Harris, Vizepräsidentin, ist ja derzeit in Asien unterwegs. Vietnam hat gesagt, also wir müssen den Druck auf Peking erhöhen, denn die erhöhen den Druck auf asiatische Länder in Sachen Beherrschung bestimmter Meereszonen. Aber gleichzeitig haben die Amerikaner jetzt für Huawei Lizenzen bestätigt, um Autochips zu kaufen, aber insgesamt ist das doch eher konfrontativ, vor allem in Afghanistan. Da
Werden sich die Chinesen wahrscheinlich dann an den dortigen Bodenschätzen bedienen, die dort sehr reichlich sind. Man schätzt mindestens Vorkommen im Gegenwert von 1 Billion Dollar. Und Xi Jinping ist sowieso jetzt der Oberheld. Jetzt will man ihm eine Rubrik geben, der Xi Jinping-Gedanke. Das ist etwas, um den marxistischen Glauben zu festigen. Also das nimmt jetzt immer weitere Dimensionen an. Es ist immer klarer, dass das eine Rückkehr zum orthodoxen Marxismus ist. Das wird China nicht gut tun, das wird sie zurückwerfen, auch wenn Xi Jinping glaubt, dass das notwendig ist. Jedenfalls sehen wir, dass auch andernorts jetzt experimentiert wird. Nicht nur in China mit einem Neomarxismus, der nicht funktionieren kann, sondern El Salvador versucht es jetzt mit Bitcoin. Das war ja schon länger klar, aber jetzt hat man die ersten 200 Bitcoin-Automaten aufgestellt. Alles ganz kostenlos etc. etc. Mal sehen, wie lange dazu geguckt wird. Jedenfalls, Bitcoin hat gestern nicht davon profitiert, der Kurs wieder doch relativ deutlich unter die 50.000er-Marke gefallen. Nochmal in Richtung Afghanistan, Bodenschätze. Hier hatte Biden ja bestätigen müssen, dass die Amerikaner am 31. August dann wirklich raus sind. Eine Katastrophe für viele Menschen, gar keine Frage. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wer die Flüchtlinge dann aufnimmt aus Afghanistan, dann sehen wir Pakistan, Iran, dann schon Deutschland, dann die Türkei, dann Österreich, auch prominent dabei. Auf dieser Liste finden Sie nicht die Amerikaner, welch ein Zufall. Die sind meistens nicht dabei, wenn es darum geht, etwa aus Syrien oder aus dem Irak irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen. Das Chaos, das sie verursachen, das dürfen andere dann aufräumen, könnte man sagen. Und in Sachen Chaos aufräumen, auch interessant, ein Artikel, der gestern bei Finanzmarktwelt erschienen ist, über den Klimawandel erfordert Verzicht. Christian Rieck, der Spieltheoretiker mit wirklich interessanten, guten Aussagen, wie ich finde, die ein bisschen weiterdenken lassen. Was sollten wir eigentlich tun? Wie sollten die Dinge jetzt wirklich laufen? Wir haben ja immer mehr Staat, immer mehr Regulierung. Die Banken, die werden jetzt ihre Kreditportfolios überprüfen müssen aufgrund neuer Richtlinien. Was ist nachhaltiger? Was sind Kredite für nachhaltige Investments, was ist nicht nachhaltig etc. Schauen Sie sich das mal an, das ist ein kurzer Text mit einem Video von Christian Rieck. Für mich extrem gut, was dieser Mann sagt, extrem vernünftig. Gäbe es nur mehr von diesen Leuten, dann hätten wir den einen oder anderen Wahnsinn nicht. Ich packe das Ganze unter das Video und empfehle, das sich mal anzutun, wenn Sie die Zeit haben. Jetzt erstmal einen guten Start in diesem Tag um 10 Uhr, das erste Highlight der IFO, auch bei finanzmarktwelt.de. Servus und ciao.